Heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute darum, dass ich von einer ganz lieben Abonnentin gefragt wurde, ob ich ihre Fragen mal in einem Video beantworten kann. Denn sie bekommt ein Baby die nächsten Tage und hat jetzt deswegen ganz, ganz viele Fragen an mich gestellt. Und ich dachte mir, bevor ich sie für sie alleine beantworte, mache ich daraus ein Video. Und ich hoffe, euch gefällt's. Die erste Frage, die sie mir gestellt hat, ist, ob sie schon am Anfang einen Kinderwagen braucht. Ich finde, das ist immer so eine persönliche Sache. Also ich zum Beispiel kann es mir überhaupt nicht ohne Kinderwagen vorstellen. Aber ich kenne auch viele, die zum Beispiel in der Stadt keinen Kinderwagen brauchen. Oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich total auf dem Land wohnt, dass man da keinen Kinderwagen braucht. Das ist halt, wie gesagt, total die persönliche, meine Haare, die persönliche Entscheidung im Endeffekt. Und wie gesagt, kann nicht ohne Kinderwagen, weil ich das Spazierengehen einfach so toll finde. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Tragetuch habt oder wenn ihr mit Maxi Cosi spazieren gehen wollt oder so, ist natürlich eure Entscheidung. Ja, ich kann euch nur meine Meinung sagen und ich würde sagen, dass ich mir jedes Mal immer einen Kinderwagen kaufen würde. Ja, die nächste Frage ist, ob man die Schnuller schon am Anfang bearbeiten muss. Also natürlich ja, wenn du direkt am Anfang Schnuller benutzen möchtest, dann musst du sie bearbeiten, weil sonst kannst du sie ja nicht benutzen. Ja, wenn du von Anfang an sagst, nö, ich möchte keinen Schnuller, oder vielleicht kann dein Baby auch überhaupt keinen Schnuller haben. Also wenn es einen geschlossenen Mund hat und kein Magnet, dann kann das Baby einfach keinen Schnuller haben. Und ja, also ich würde sagen, ja. Ja, die nächste Frage bezieht sich auf ein Video von mir. Das verlinke ich dir mal hier oben. Nämlich, wie man das zum Beispiel den Freunden erzählen kann. Und ich verlinke euch einfach mal das Video, wie ich es Felix erzählt habe. Ich glaube, das reicht und ich brauche es nicht einfach jetzt alles nochmal erzählen. Ja, die nächste Frage ist, ob man viel Kleidung am Anfang braucht. Also es ist auch total die persönliche Sache. Ich zum Beispiel habe tausende von Klamotten und ich könnte mein Baby jeden Tag was Neues anziehen und würde damit ein Jahr durchkommen. Das ist natürlich viel zu übertrieben und man braucht es auch wirklich nicht. Es ist natürlich einfach so, ihr müsst entscheiden, wie oft möchte ich mein Baby umziehen. Habe ich überhaupt das Geld für Babykleidung? Weil Babykleidung ist sehr, sehr teuer. Und ja, also ich würde sagen, von jedem so ein Teil oder so zwei Outfits oder so für den Anfang reichen auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage bezieht sich auch auf die davor, und zwar, was man für Kleidung braucht. Also es ist natürlich wichtig, dass es die Kleidung in der Größe eures Babys ist, ne? Also es gibt ja verschiedene Größen, 50, 56, 62, 68. Das bezieht sich dann immer auf die Körpergröße, zum Beispiel Lennox, der ist 59 cm groß, der trägt dann 62, manchmal auch 68. Mel mit 48 cm trägt 50, manchmal 56, also so ist es immer so um den Dreh. Also so groß wie sie sind, die nähere Größe tragen sie ungefähr. So, und dann, was du an Kleidung brauchst, ist es halt Bodies, Hosen, also kleine Babys tragen auch ganz viel Strampler. Und ich würde sagen, alles, was es so gibt, kann man auch benutzen. Halt so die typischen Sachen, einfach ein Body, ein Hosen, ein Pulli und ein Strampler. Das sind so die typischen Sachen, würde ich mal sagen. Es gibt halt so richtig viele Schnickschnacks, so wie Kleidchen oder Latzhosen oder so. Das braucht man aber, glaube ich, gar nicht. Ja, aber musst du auch selber für dich entscheiden, wenn du zum Beispiel eher so total die Kleidchen magst für dein Mädchen oder dein Junge die ganze Zeit Anzüge anziehen soll oder so, musst du es natürlich für dich entscheiden. Also ich würde sagen, man kann für den Anfang immer damit anfangen, dass man zwei Bodies, zwei Pullover, eine Hose, zwei Strampler und dann ist es auch gut. Ja, die nächste Frage ist, ob es reicht, dass man das Baby auf dem Bett wickelt oder ob man schon von Anfang an einen Wickeltisch braucht. Also ich habe da eine ganz einfache Meinung zu. Ich habe über 1,5 Jahre auf dem Bett gewickelt und ich habe es einfach nicht mehr gemacht, weil ich das Gefühl von einem fertigen Babyzimmer sehr gern mag und weil ich total Rückenschmerzen bekommen habe und habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen Wickeltisch zu kaufen. Aber für euch reicht es, glaube ich, für den Anfang auf jeden Fall, wenn ihr euer Baby auf dem Bett wickelt. Vor allem, man macht es ja nicht so oft wie bei einem echten Baby. Bei einem echten Baby ist schon wieder was anderes. Aber man macht es ja nicht so oft. Zum Beispiel, ich wickel meine auch nicht jeden Tag. Also so ist es nicht. Und deswegen würde ich sagen, man braucht es keinen Wickeltisch. Auch wenn man überhaupt nicht den Platz dafür hat oder das Geld und so, dann erst recht nicht. Also zwingt euch da nicht irgendwie so extra einen Wickeltisch zu kaufen. Ich finde, das reicht auf jeden Fall auf dem Bett. Dann geht's
als nächstes um die Erstausstattung. Da habe ich auch ein Video gemacht, das ist auch schon ein Jahr her, aber ich verlinke es euch auch hier oben mal beim kleinen i. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da habe ich alles aufgezählt, was meiner Meinung nach für eine Erstausstattung bei einem Baby reicht. Und ja, dann war es auch schon. Und ich hoffe, euch haben die Fragen gefallen. Wenn sie euch geholfen haben, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie immer gerne und ich helfe euch natürlich auch total gerne. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.